Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hyrule Warriors auf der Nintendo Switch zusammen mit Lisa. Hallo. Ja, erstmal Entschuldigung für die letzten zwei Folgen, die Soundprobleme. Da hat so ein bisschen was nicht geklappt. Ich hoffe, dass ab jetzt der Sound und alles soweit in Ordnung ist. Ich mal schauen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir im Splitscreen machen. Wenn das mit dem Splitscreen irgendwann nicht mehr weitergeht, dann werde ich das alleine weitermachen. Aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass einiges an Splitscreen kommt, damit ihr auch seht, was der Vorteil der Nintendo Switch Edition ist. Denn bei Hyrule Warriors Definitive Edition kann man wirklich sagen, dass das die optimale Version ist aus der Wii U-Fassung und der 3DS-Fassung. Ja, heute machen wir natürlich die nächste Map, aber das erste, was wir machen, ist Amiibo. Denn... dann fangen wir mal an. Ja, die haben wir nämlich noch sieben nicht. Sieben Stück. Sieben Stück sind es. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe auf der Wii U-Fassung das schon ausprobiert mit den Amiibo, aber ich weiß schon gar nicht mehr. Erstmal, der Wächter-Amiibo ist ja ziemlich neu. Ich weiß gar nicht, ob der mit Hyrule Warriors funktioniert. Ach, es klappt. Ein Amiibo-Geschenk, 10-mal Monsterzahn. Das ist ja auf jeden Fall schon mal, nicht lohnenswert. Okay, machen wir mal hier Link, Twilight Princess. Ja, bestimmt. Ha, ein Ritterschwert. Was siehst du, der gleich meint, war eine gute Idee von mir, die zu benutzen, wa? Dann nehmen wir Link von Breath of the Wild. Oh, geht nur einmal Link. Kann es sein, dass es nur ein Link geht? Lol. Okay, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, aber anscheinend... aber vielleicht die Twilight-Dings? Genau. Ne? Ja, den Twilight Princess Link, der hat funktioniert, aber der Breath of the Wild Link wollte jetzt nicht. Hm. Dann probieren wir jetzt mit Twilight Princess Zelda. Okay. Ein Platin-Rapier. Und jetzt mal Breath of the Wild Zelda. Ha, zählt auch. Dann haben sie es geändert. Ja, ist ja komisch. Okay, dann versuchen wir es mal mit Sheik. Ja, Sheik funktioniert auch. Lyra der Göttin. Und als letztes noch Wolfling mit Midna. Das müsste auch funktionieren. Au! Eine Fluchfessel für Midna, sehr schön. Ja, das sind alle meine The Legend of Zelda Amiibo. Dann würde ich sagen... müssen wir gleich wahrscheinlich erstmal einen zweiten Controller anmelden. Aber das kriegen wir schon hin. Legendenmodus. Jetzt geht's weiter mit die Zauberin der Wälder. Wollen wir mal auf schwierig versuchen? Können wir gerne machen. Also ich meine, wir haben schon ein bisschen Übung. Wir haben schon ein bisschen Übung mit Hyrule Warriors. Von daher können wir ja mal die schwere Version ausprobieren. Ja, wir hatten gesagt, dass ich diesmal Linkle nehme. Ja gut, dann, musst du dich anmelden mit L und R? War Z und R. Okay, Tada. Super. Läuft. Technik. Okay. Ich kann jetzt mal Link... Moment. Eine Sache nicht vergessen. Breath of the Wild Outfit. Genau, Breath of the Wild Outfit. Ich find das Outfit von Breath of the Wild einfach so geil. Das sieht auch wirklich besser aus als das. Ne? Ah, Zauberstab. Feuerstab. Leider nur Stärke 80, aber passt. Und du wolltest Linkel haben. Ja, der hat ja Feuer dafür. Linkel. Okay. Geht nur mit den Armbrüsten, okay. Und, ja, ich will noch nicht mit den Schuhen angreifen, hallo? Link and his allies were saved from the dangers of the Elden Caves by a mysterious youth named Sheik. Wird wieder eine kleine Geschichte erzählt. Wir schreiten voran zum Wald von Firone, wo der Dekobaum steht. Früher habe ich immer gedacht, da hängt zu viel Deko, weil der Dekobaum. Dekobaum. Aber okay. Steht nur zur Deko. Genau. So. Und Zeitlimit eine Stunde, aber ich glaube, das schaffen wir in
etwas schneller. Sag das nicht, du hast auch schwer eingestellt. Ja. Aber nee, komm, wir sind ja Vollprofis, da war was. Ja, Vollprofis. In Anführungszeichen. Und da ist Lana. Oh ja, die kann... Oh. Ja, haben wir ja noch Zeit. Lana ist immer cool. Da-da-da-da! Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre demselben Clan an wie jene, die all diese Ungeheuer herbeirufen. Dann sag mir, was will dieses hier in Hyrule? Hm. Mal sehen. Helft uns. Ja, Hauptsache nicht, dann verrate ich es euch. Ja, toll. Wir müssen natürlich auch denken, hä, was ist das denn für ein Mädchen? Hä? Vor allen Dingen die Gesichter, die sie da jetzt gezogen haben. Ja. Richtig gut. So, Breath of the Wild Link mit einem Feuerstab. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Ach, Bombenlink. Ja. So. Du bist in der Blaupunkt? Ich bin der Grüne. Grün, meine Lieblingsfarbe. Also ich merke gerade, dass es ein bisschen laggt. Oh. Also, sind ein paar Framerate-Einbrüche vorhanden. Aber ich muss sagen, die Grafik ist einfach mal grandios für den Splitscreen. Echt geil. So, hier, den Pfostenhauptmann. Ja, hier, Material eingesammelt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Bogen besorgen. Wo waren denn noch? Hatten wir nicht schon noch einen Bumerang für die Pflanzen? Ja, wir müssen, ich glaube, hier erstmal den Bogen irgendwie... Die müssen wir erstmal freischalten. Okay, ich hab's ausprobiert. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber... wird uns sicherlich gleich besorgen. Finde den Bogen. Ich weiß... Ah, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ganz unten, links in der Ecke. Aber muss man ja erstmal drum rumkommen. Der war doch jetzt gerade eben erst... Hier, in der Ecke. Ja. Oder? Ja, ich wusste es. Oh, nee. Ah, ups. Ich bin so deppert, ey. Ich vergesse immer, dass man Y drücken muss, um die Truhe zu öffnen. Ich versuche es immer mit A. Drück Y. Drücke Y. Und da steht's auch noch. Bogen. Nee, ach nee, Bogen. Doch, nee, nee. Für die Dinger brauchen wir einen Bogen. Echt? Ja. So. Ups, fertig. So, einmal den. So, auf Dings. ZR. Dann muss ich den Bogen aktivieren und ZR drücken. Ah, ich nehme mal die Festung hier ein. Mach das. Festung! Jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass hier voll wenig Monster spawnen in der Festung. Kommt noch. Hallo! Uchiku, da ist schon der Hauptmann. So. Ich finde es halt geil bei einem Splitscreen, dass man als Zuschauer gleich zwei Charaktere auf einmal sehen kann. Oh, hoppala. So, eingenommen. Jetzt fehlt ein... Ey! Bam. Hallo, nicht ausweichen. Ausweichen zählt nicht. Ich wollte das machen. Ich glaube nicht. Mi. mi und egal. Scheiß drauf. Hauptsache wird erledigt. Genau. Dann. Um den Dicken. Ja, hey. An Indiana Jones. So. Komm. Oh oh. Nein. Nein.
versuchen auch auszuweichen. Ich weiß nicht, ob das zählt mit den Herzen. Mann, ey. Bin die nervig. Ich habe gerade voll viele Herzen verloren. Kann es sein, dass die Gyptos zusätzlich vergiften? Ja. Na komm, hier. Spezialanzeige. Du sollst nicht auf dem Fußboden rumliegen, du sollst aufstehen. Zauberstab macht schon ordentlich. Hallo, wo ist... Wo ist denn der schon wieder? Ich jetzt? Nee, oh, ich bin gleich tot. Oh, fuck. So viel zum Thema Schwierigkeit. Ja, dann guck mal wegen Herzen. So, hier, ciao. Blöder Gypto. Gypto. Nee, gibt's nicht hier. Oh Gott, hier sind ja zwei drinne. Fuck it. So, jetzt weiter nach da. Den haben wir hier. Och, noch mehr Gyptos. Aua. Lass nochmal rein. Ah, Mist. Nicht sterben. Oh, jetzt hast du wieder. Ah, Stufe erhöht. Ja, das war gerade mein Glück, so ein bisschen. Das war jetzt gerade Rettung. Nein, ist nicht. Aus. Nein, nicht vergiften, Mann. Ich hab richtig Bock drauf. Okay. Ciao. Oh nö. Alter. Mist. Nein. Also jetzt... Aber es gibt Material ohne Ende. Ja, das liegt, ich glaube, auch daran, dass wir gerade einen schweren Modus machen. Deswegen gibt es mehr. Denk an die Skulptur, ne? Oh. Gerade wo ich sage, ne? Gar nicht so, ne? Pferd. Okay, da oben kommen wir noch nicht hin. Ja, hier, komm. Ciao. Nur noch 2,5 Herzen übrig, ey. Oh, Mist. So, jetzt hier ein paar Herzen einsammeln. Und die Skulptula schnell suchen. Bin gerade nämlich ein wenig überfragt, wo die ist. Und ich hoffe, dass die nicht so schnell abhauen. Stimmt. Bei dir oder was? Bin zu dämlich. Es klingt so viel, ey, das ist irritierend. Wie wir beide gerade die Skulptur da suchen. Ich bin gerade voll überfragt. Oh. Jo, ach, ich weiß wo. Oh. Nein! Oh Mist. Ich wollte eigentlich das Item wechseln und nicht meine Magie anmachen. Jetzt. Nein! Ach Mann! Jetzt genau in dem Moment, wo ich wusste, okay, da ist sie geflohen. So ein Mist. Ja, manchmal ist das Timing echt grandios. Oh, hier, zack. Nein. So viel zum Thema Expertise. Hier, ciao. Ah, gibt es down, oder? Ja, gut. Läuft. Oh, hier ist eine Truhe. Oh. Okay.
Verbrauchen gut. Hä? Vielleicht mit Epona? Nee, das ist Content aus der 3DS-Version. Du hast die Ocarina erhalten. Mit ihr kannst du zu Eulenstatuen fliegen. Ich glaube, die Ocarina ist dafür da, dass man Shortcuts mehr oder weniger... Kann man nicht nur hin und her rennen, ne? Ja. Oh. Ja, cool. Ja, hier ist... Hallo? Ja, komm. Hallo? So. Hallo? Ist so geil mit den Fingern. Nicht viel cooler. Ach so, aber man muss die Eulenstatuen erstmal aktivieren. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Hat immer alles einen kleinen Haken. Ey. So, Gipto-Truppen sind down. Ein silbernes Material sogar, super. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, ist das schön. Okay, ich laufe mal in die Richtung. Oh, jetzt kommt Pyroma. Ja, mal gucken, wie wir uns denn da einstellen. Nein, der Dekobaum brennt! Jetzt müssen wir kurz warten, bis die Tore erstmal geöffnet werden. Mhm. Ja, genau. Ciao. Was denn? Ja, der Gipto. Gipto, ich weiß, Gipto. Das ist komisch, ne? Nein! So, jetzt er down. Rob mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob man alles einsammeln muss oder ob man die Materialien auch bekommt, wenn man sie liegen lässt. Ich glaube nicht. Oh, da ist irgendwas mit... Brennt alles, ey. Ägyptus. Ja, Gipto abwehren oder was? Ja, anscheinend müssen wir die Giptos alle vernichten. Ja, genau. Feuer! Bam! Kriegt man eigentlich jetzt auch Feuerschaden, wenn man... Nein! Geh doch mal weg mit deinem Gift. Uncool. Ich glaube, ich habe so ein kleines bisschen Vegetationsproblem. Nee, Navigationsproblem. Navigation. Vegetationsproblem. Ja, Vegetationsprobleme. Ja, Gift kannst du dir ja sonst so entstecken. Merkt schon, wenn man auch schwer spielt. Man hat mehr zu tun, ne? Ja. Die Monster brauchen länger zum... bis man sie down hat. Aber dafür droppt man auch mehr. So, wo, hier ist noch ein Gipto, genau. Weg, weg. Und wieder ruf. Ja, manchmal machen die ihren blöden Angriff total schnell, ne? Bam. Hast du davon. Ja, Link ist schon ein aggressives Teich. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam. Postenhauptmann down. Oh, hier können wir wieder. Nein. Nein. Gibt's nicht. Oh, ein Hyrule-Hauptmann hat's erwischt. Ich bin echt heute zu blöd. Passiert.
So. Würde man vielleicht Herzen auf. Na komm schon. So, Festung eingenommen. Den Ostbaum. Oh, schnell down. Ist denn der letzte, oder? Ja. Ja, das ist der. Alle besiegt. Würde ich auch mal gerne spielen. Die Lana oder was? Nee, wie Linke. Achso, Linke, ja. Voll vergessen. Bei Lana finde ich das cool, wenn sie mit dem Buch kann sie ja dieses, diesen Würfel machen, ne? Ja. Mit dem du da so lang laufen düdeln kannst. Den finde ich cool. Du. Oder die Hühner. Oder hier mit Linke mit Schuhen, ja, die schmeißt auch mit Hühner. Was ich an sich ja so. Pfosten. Geh mal in die Mitte. Zum blinkenden Punkt. Ja, der Dekobaum ist in dem Fall unser Hauptquartier, ja. Oh, hier wieder ein Gipto. Bam, bam, bam. Nein. Ich verstehe nicht, was hier noch. Irgendwie. Ach, geh doch mal weg mit deinem Gift. Ja, du hast auf schwer eingestellt. Ja, und? Ich wollte ein bisschen Herausforderung. Ist ja okay, aber wenn du dich denn darüber unterhältst. Ja, ich glaube, auch leicht würde der Gipto nerven. Nee, wo wir letztens. Oh, cool. Quelle der Göttin ist offen. Einwandfrei. Musst du hin? Weil. Ah, oh, nee. Nee, Hühnerkloppen tue ich jetzt nicht. Oh. Drücke Y-Jon. Oh. So eine schöne. Ah, oh, Menno. Egal, das lädt sich ja wieder auf. Das lädt sich ja wieder auf. Bin ja bekannt dafür, immer die falschen Knöpfe zu drücken. Jetzt wird erstmal gezaubert. Ja, für ein bisschen Regenwetter gesorgt. Oh, da bin ich immer. So schnell ist eine Wolke gezaubert. Und der Dekobaum wird gelöscht. Ja. Der sieht schon geil aus. Er hat's überlebt. Nicht noch eh anderes? Ja. Uns erwartet vielleicht noch ein kleiner Bossgegner. Ich glaube hier beim Dekobaum. Wobei, Moment. Was denn? Cool. Was jetzt? Ich habe mich gerade zum Dekobaum teleportiert. Klappt ja erstaunlich gut. So, achso, du nimmst da unten ein. Ja, mach ich mal schon. Dann, was mache ich denn? Brückenkontrolle. Jawoll, oben ist offen. Dann renne ich da mal hin. Dann dürfte uns gleich Pyroma begrüßen. Kommst du nicht durch? Ja, sag ich mir auch mal. Wachsoldat, hier. Ciao. Hallo? Cool, wie er stehen bleibt. Oh, jetzt treffe ich den nicht. Mist. Guck jetzt mit. Ach doch, auch doch. Hin. Jetzt habe ich. Ich habe ihn getroffen. Besser ist. Oh, unten. Down. Ein Wach. Was? Ein Wachsoldat ist down. Ist aber nicht. Nein, weg. Bam, Schwachpunktanzeige. In your face. Da helfen dir deine Bandagen auch nichts mehr. Nee, ciao. Da sind doch bandagiert, die Gyptos. Gypto. Jetzt doch gleich Mumie. Die Mumie! Die Mumie und der Pfostenhauptmann.
ganz ehrlich, die bewachen hier einen Pfosten, ja. Pfosten bewachen Pfosten. Okay, da. Das ergibt einen Oberpfosten. Nein, Vollpfosten. Nein. Ciao, ciao, ciao. Ben. Nee. So, jetzt. Bam, bam. Hallo, Pyroma. Ja, nee. Und weg. Ich wurde getroffen. Ciao. Ah, Gumme mit dem Äugchen. Ah, komm hier. Egal, Magie. Ciao. Nein. Mitten in der Magie. Goma. Zum Augenarzt. So, hier. Oh, das ist ja... Eine Truhe. Ah, Hilfe, Hilfe. Wo sind die denn jetzt alle hin? Jetzt nochmal so. Bam. Die obere kannst du ja sonst wohin schmieren. Ciao. Ich hab jetzt hier Schwachpunkt. Nein, nicht getroffen. So, einen habe ich erwischt. Eroberer können Festungen besonders schnell einnehmen. Von mir aus, mach die gerade down. Das ist sowas von. Jetzt. Ja, nein. Komm, schnell, 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 schnell. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und zack. Erwischt. Nein, dass ich hier gerade alleine. Ja. Bin gerade mit anderen. Mit anderen Typen beschäftigt. Oh, hier Truhe. Ah, ein bisschen Kohle. Bam. Ach, uncool. Bleib doch mal hier, du Go. Was denn? Ich hab grad einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, hätte. Dachtest du, dich hättest erwischt, oder? Ja, verdammt nochmal! Lalala. Okay, einen erwischt. Bam. Hier sogar beide. So. Ja, nice. Beoberer alle besiegt. Dann helfe ich dir mal bei Goma, auch wenn es ein bisschen spät ist. Ja, gut, ich komme an. Aha. Bin getroffen. So, jetzt hier nochmal. Einwandfrei. Okay, nein, 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 weg. Dann macht er. Lalala. Und nochmal drauf. Oh, nee. Ich habe gerade die ganze Zeit ausgewichen, anstatt auf drauf zu hauen. Mach nichts, ich hau gerne drauf. Und Goma besiegt. Silbernes Material. So, und das war's. Bist du gesorgt? Ah, sieht schon geil aus, die Breath of the Wild, das Kostüm.
Kommt da noch was? Nee. Ich hatte gehofft, Prinzessin Zelda hier zu finden, aber diese Hoffnung war vergebens. Wo ist sie nur? Mögen die Göttinnen sie beschützen. Machen alle so eine traurige Miene. Der Krieg jenseits der Zeiten. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. Ich kenne mich nicht so gut im Zelda-Universum aus, aber von den Storylines sagt man ja, es gibt drei verschiedene Storylines. Aber ich weiß Gott nicht, wie man die aufzählt. Und sehr schöne Artworks sind das. Sehr kunstvoll erzählt. She saw only a soul that was unlike any she had known. Ich frage mich gerade echt, ob die Szenen in der Wii U-Version genauso waren oder ob ich da nicht richtig drauf geachtet habe. Die Szenen kommen mir irgendwie voll neu vor. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the gate of souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Oh, Schlacht schon vorbei. Dadurch, dass wir Schwierigkeitsgrad schwierig gemacht haben, 1,5 Multiplikator. Geil. Nice. Und die Kampfdauer nur 18 Minuten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weißt du noch, wo wir angefangen haben damit, wo wir länger gebraucht haben? Weil wir nicht wussten, wo wir hin. Ja, aber mittlerweile weiß man ja, wo es hingeht. Hier, starker Angriff. Oh, endlich eine neue Waffe. Yay! Ist ja ich glaube, wir müssen jetzt alles auf Speer machen. 100-fach überlegen. 100 Feinde in einer Schlacht mit Spezialangriffen besiegt. Du kannst nun die Waffenkammer verwenden. Dort kannst du Waffen kombinieren und ihre Fähigkeit übertragen. Ranellschlucht? Wald von Firoten. Hä? Da sind zwei neue, die man machen. Kommt auch noch eine darunter. Aber lass uns mal Wald von. Nein. Guck mal, Linkel. Ja, jetzt kommt Linkel noch. Ah, ich verstehe. Das Level beinhaltet im Endeffekt die Storyline für den 3DS. Also die 3DS-Version. Da wurde ja Linkel hinzugefügt. Und können wir eigentlich dann als nächstes das machen, dann kannst du auch. Ja, dann müsstest du nochmal Linkel spielen. Oder. Du, ich habe kein Problem mit Linkel. Ich bin ein Fan. Na gut, dann gehen wir erstmal ganz kurz noch zum Bazar.
Charakter verstärkt. Ja. Und jetzt weiter in die Waffenkammer. Natürlich, hier. Ja, ist ja gut. Wir kennen das alles schon. Im Endeffekt können wir uns angucken. Wir haben hier verschiedene Waffen. Nehmen wir an, wir droppen eine Waffe mit 5 Sternen. Die hat dann Stärke 120, glaube. Und hat aber keinen Bonus. Dann können wir von einer schwächeren Waffe den Bonus einfach rüberziehen auf die stärkere. In dem Fall hat das Ritterschwert aber schon einen Lichtbonus, deswegen ist das nicht so sinnvoll. Hier ist das auch schon so weit vorhanden. Da könnte man jetzt mal hier gucken. Hier macht es auch keinen Sinn. Bei der Lyra macht es auch keinen Sinn. Also ich wollte es eigentlich mal ganz kurz noch zeigen, aber auch hier macht es keinen Sinn. Vielleicht beim Rapier. Die haben beide keinen Bonus, aber hier zum Beispiel beim Platin-Rapier, wenn wir jetzt eine schwächere Waffe hätten, dann könnte man den Bonus im Endeffekt rüberziehen. Kostet halt nur ein paar Rubine. Wenn durfte so. Wir können ja nochmal bei Linkle gucken, Armbrüste. Aber da ist auch starker Angriff plus drauf, deswegen macht das jetzt halt nicht so viel Sinn. Wir können in die Medaillenschmiede mal gucken, aber wir sehen nichts zum Aufwerten. Für Roma und die anderen werde ich sowieso erstmal nicht spielen. Die Bösen. Wir werden uns auf die Hauptcharaktere, hier zum Beispiel Impa, Link, Zelda, die werden wir halt spielen. Erstmal. Und dann später kann man ja immer noch die Bösen spielen. Böse sind Bosch. Wirkung von Herzen hier zum Beispiel kann man erhöhen. Nachtschwärme, okay. Und hier Festungen werden schneller erobert. Auch ganz praktisch. Und der Power-Up von Bomben wird verlängert. Und der Power-Up von Bogen. Ja. Und hier können wir auch noch eine Sache machen. Und Feuer ein wenig den Schaden verringern. So, gucken wir weiter. Hier können wir auch... Also... Wir machen jetzt noch das, was wir aufwerten können. Und dann machen wir auch Schluss für die heutige Folge. Hier oben wieder Wirkung von Herzen erweitern. Verbessern. Erhöhen. Was auch ausbauen. Immer. So. Man merkt schon, hier das kostet schon... Kristalle. Beziehungsweise Rubine. Komm, das kriegt man ja alles wieder rein. Ja, ich glaube, bei den späteren Schlachten kriegt man noch schneller Rubine zusammen. So. Lalala. Alter, wie viel einfach. Doch nicht schlecht. Und besser ist es für Vampire. Genau, so. Hier Lana, können wir auch machen. Bin voll langweilig hier gerade zugucken beim Aufwerten. Ich finde die im Hintergrund. Die entspannte Ladenmusik. So, hier. Die auch. Oh, Zelda machen wir natürlich auch. Ja, das wäre schön, ne? Muss man bestimmt auch Aufdrücke ausweichen. Mhm. Lalala. Auch wenn ich nicht so der Fan bin, so. Zelda. Also mit einem Kopierstab. Der Kopierstab ist witzig. Aber ich spiele eigentlich generell mit jedem Charakter. Du hast gesagt, die dummen Bösen machen wir. Dorf ist. Okay. Ja, machen wir hier noch fertig. Gutes. Gut. Dann, ja. Haben wir ja heute ein bisschen was gemacht. Die Folge ist auch 40 Minuten lang, also habt ihr ordentlich was zu gucken. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn irgendwelche Soundfehler etc. auffallen, gerne unten in den Kommentaren darauf hinweisen. Juhu, Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen. Ich bin ja immer auf Qualität bedacht. Oder ja, so kann man das sagen. Ja, danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.